Also ich rechne diese drei Logarithmen aus, diese drei Gleichungen, und zwar ohne Taschenrechner. Fangen wir gleich mit dem ersten an. Ich nutze die Definition des Logarithmus, das heißt also 3 hoch minus 3 gleich b und 3 hoch minus 3. Also das Minus, das ist eben ein 1 durch. Also 3 hoch minus 3 ist 1 durch 3 hoch 3 und das ist 1 durch 27 und damit habe ich mein b. B ist ein 27. Und das war die Aufgabe und fertig. Und die nächste. Dieses LG ist der Logarithmus zur Basis 10. Also Logarithmus zur Basis 10 von t gleich 6. Muss man wissen, dass das so eine Abkürzung ist, auswendig lernen. Definition des Logarithmus, also 10 hoch 6 gleich t. Das ist schon das Ergebnis, das ist halt eine Million. Ja, t gleich 1, 2, 3, 1, 2, 3, eine Million. Oder 10 hoch 6, kann man machen. Und das letzte, wieder Definition des Logarithmus, also a hoch minus 2 gleich 0,25. Also a hoch minus 2 ist 1 durch a Quadrat. Und 0,25 ist ja ein Viertel. Und ein Viertel ist das gleiche wie ein Halb mal ein Halb. Ja? Also ein Halb mal ein Halb ist ein Viertel und das ist diese 1 durch 2 Quadrat. Und deswegen schreibe ich hier 1 durch a Quadrat gleich 1 durch 2 Quadrat und dann sehe ich, a ist 2.